Guten Abend! Nach langer Abwesenheit wollen Sandro und ich mal wieder ein kleines Video von uns geben. Was wollen wir uns denn angucken, Sandro? Erklär mal. In Minecraft Story Mode. Oh! Naja. Bin mir mal gespannt, ob Minecraft und Story wirklich so gut zusammenpassen. Genau, richtig. Naja, der Sandro, der hat sich schon etwas mehr mit Minecraft auseinandergesetzt wie ich. An mir ist das immer ein bisschen vorbeigegangen. Ja. Aber so wirklich. Mit Minecraft hat das Spiel ja nicht viel zu tun. Du hast, glaube ich, schon ein bisschen was darüber durchgelesen, ne? Was weißt du denn darüber? Durchgelesen nicht. Ich habe mir Let's Play angeguckt von anderen Let's Playern und naja, bis auf die Optik hat das wirklich nicht viel mit Minecraft zu tun. Das ist ja ein Telltale Games mit Minecraft-Look, wie man es, ja, besser kann man es nicht sagen. Genau. Naja gut, wir wollen uns das ja sowieso angucken, von daher ist es ja auch erstmal egal. Aktuell ist nur die erste Episode draußen. Wir haben das Spiel als Retail-Fassung, deswegen ist das jetzt auch ein bisschen später. Ich weiß, die digitale Fassung ist jetzt schon seit ein paar Tagen draußen. Weißt du, wann das veröffentlicht wurde? Vor 2 Wochen? 3 Wochen? Genau, weiß ich nicht, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mittlerweile sogar schon 2 Episoden draußen sind. Alles klar. Oder, ja gut, dann sind vielleicht auch 2 Episoden draußen. Das werden wir ja jetzt alles sehen. Das ist erstmal das Spiel, dass wir das Spiel starten. Sagen dir die Charaktere hier irgendwas? Sind die aus dem Hauptspiel bekannt, also aus Minecraft? Nein, das wurde auch von allen Let's Playern eigentlich bemängelt, dass der Hauptcharakter von Minecraft, der Steve, nicht dabei ist. Ach so, ah, der Steve. Namensvetter, ihr seht schon, alles klar. Ja, wie nehmen wir denn? Na, das komm hier, den Kumpan. Jo, Start Episode 1. Der Orden des Steines. Genau, ich hätte es nicht schöner sagen können. Man muss es ja sagen. Vielleicht können manche Leute ja nicht lesen. Oh. Möglich ist das. Can last forever. And every legend, no matter how great, fades with time. Ich weiß ganz ehrlich gesagt gar nicht, worum es in dem Spiel jetzt geht. Ich weiß es grob, aber ich finde, das kann sich jeder mal selbst hier angucken, finde ich. Aber fass doch mal ganz grob zusammen, weil es ist erstens Englisch und zweitens einfach mal so ganz grob. Es wird halt über Helden was erzählt. Und ich habe es auch nur ganz grob angeguckt, aber es geht irgendwie um Helden, die dann, ich glaube, verschwinden, aber so ganz sicher bin ich dann nicht. Und dann, ach, keine Ahnung, so genau weiß ich dann auch nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß es, ich habe das mir wirklich nur ganz ganz grob angeguckt, so bruchteilig in Let's Plays und, ja, keine Ahnung, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so überzeugt. Okay. Das habe ich aber schon öfter gelesen, auch so auf Facebook oder so, wenn es da News gab, dann stand da auch gerne mal drunter, dass das ein Telltale Games für Kinder sein soll. Ist das sehr jugendlastig? Was sagst du? Also weißt du, was ich damit meine? Ich würde jetzt eher Minecraft-lastig, weil Minecraft hat sich, finde ich, jetzt persönlich noch nie besonders ernst genommen. Okay. Na gut. Der Drache, der ist ja auch, ne? Gibt's ja auch in dem eigentlichen Minecraft. Ja, das ist ja eigentlich auch das Ziel, das nicht vorgeschriebene Ziel des richtigen Spiels, dass man in den End kommt und den Enderdrachen tötet. Was aber, glaube ich, so gut wie niemand im echten Spiel verfolgt, dieses Ziel. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, die meisten geht es in Minecraft wirklich nur darum, irgendwas aufzubauen, mit Freunden irgendwie rumquatschen und fertig. Okay, verstehe. Ja gut, das kennt man ja aus Videos, deswegen ist es ja auch auf YouTube so beliebt. Und das sind jetzt halt Entscheidungen auf Zeit. Deswegen also, ja, gegen die großen Zombiehühner. Ich hab's jetzt nicht gelesen. Gut, dass du es sagst. Mich persönlich stört ja halt, was jetzt viele wahrscheinlich gut finden würden, dass das eine, also viele sind ja Fan von englischen Sprachausgaben, mich persönlich stört.
So viele glaube ich nicht. Das sind die Leute, die immer Minderheit sind, die schreien immer laut. Also ich persönlich fände es besser, wenn es auf Deutsch wäre. Richtig, ich glaube, die meisten Deutschen, die haben gerne deutsche Sprachausgabe. Das ist einfach Fakt. Ob man jetzt gut Englisch versteht oder nicht, ist da erstmal zweitrangig. Es ist einfach die Muttersprache. Wieder eine Zeit. Die Leute lieben Schweine. Ich lese hier gerade gar nicht so richtig. Das ist das Problem an dem Spiel, was mich dann auch... Die Texte sind auch unheimlich schnell, ne? Wenn wir uns jetzt hier unterhalten können, kann man das gar nicht lesen. Das ist unmöglich. Das ist ja das Problem. Man versteht vielleicht, wenn man zuhört, dass das meiste, weil es halt doch ziemlich einfach gehaltenes Englisch ist. Aber das alles zu lesen, da kommt man meistens gar nicht hinterher, finde ich jetzt. Ja. Naja, ist ja auch erstmal ziemlich egal. Ich denke mal, die Zuschauer, die haben da mehr Zeit, die müssen nicht... Nun kann man es ja auch pausieren, das Video. Richtig, genau. Das ist der Vorteil. Also die Zusammenfassung machen wir jetzt nicht. Der Sandro hat ja sowieso schon ein bisschen gesagt, worum es geht. Irgendwie um Helden, das weiß ich. Aber so genau weiß ich jetzt leider auch nicht. Ich habe es mir wirklich gesagt, nur wirklich ganz grob angeguckt. Und das hier ist jetzt, wie gesagt, wirklich der Anfang des Spiels. Great. Now I'm gonna coole Maske. Einfach mal irgendwas wählen, was dir gerade in den Blickwinkel kommt oder was. Ja, gut, ich lese einfach so ganz schnell die Antwortmöglichkeiten und dann wird einfach gewählt. Ja, aber du weißt, aber dadurch, dass du ja nicht die Story nicht mitverfolgst, dann kannst du auch gar nicht wirklich drauf antworten. Richtig. Das ist das Enderschwein. Was ist denn das Enderschwein? Erklär mir das. Na, jetzt antworte erstmal. Das Enderschwein, das ist ein Schwein und es hat ein Kostüm vom Enderdrachen an, deswegen das Enderschwein. Okay. Das baut jetzt irgendwie so eine Brücke zu Simpsons, da gab es ja auch dieses komische Schwein. Spider-Schwein. Siehst du? Ich glaube, das sollte überhaupt keinen Zusammenhang dafür haben. Es ist ja schon... Ja, vielleicht doch. Vielleicht sollte eine Anspielung sein. Vielleicht sind es auch die Illuminaten. Naja, gut. Okay. Jedenfalls ist es schon strange. Ich darf mich bewegen. Es ist jedenfalls schon strange genug, dass man Schweine als Haustier hat, oder? Also, nur um das jetzt mal zu erklären, ne? Mit dem rechten Stick kann ich hier die Figur bewegen und den Cursor kann ich mit dem rechten Stick kann ich halt hier die Maus bewegen. Okay. Also Ansehen. Ja. Das ist doch das typische Prinzip von jedem Spiel, oder? So gut wie jeden. Adventure, ich weiß nicht, ich habe bisher noch nicht so viele Adventures auf Konsole gezockt. Aber ja gut, klar. Aber so eigentlich ist das nur die typische Konsolensteuerung, ne? Nee, weil du ja einen Cursor extra mit einem anderen Stick bewegst. Ja, das stimmt, aber ich meine jetzt die Bewegung vom Charakter. Ja gut, klar, das schon. Eine Schere, alles klar. Aber wie man hier schon sieht, das Spiel hat an sich, außer dem Aussehen, nichts mit Minecraft zu tun. Überhaupt nichts. Ja gut, hast du das erwartet, dass jetzt Telltale Games ein richtiges Minecraft-Spiel daraus baut? Also ehrlich gesagt, als ich das erste Mal über Minecraft Story Mode gelesen habe, dachte ich erstens, es ist direkt von Mojang. Und zweitens dachte ich, es wird Minecraft-lastiger, ja. Habe ich eigentlich erwartet. Na gut, ich war da halt etwas mehr informiert. Ich wusste, dass es von Telltale Games kommt. Und ich habe natürlich auch die ein oder andere Pressemitteilung gelesen, dass man halt das übliche Telltale Game Verfahren dort anwenden möchte. Bedeutet, man nimmt eine berühmte Marke und denkt sich dann irgendwie eine Story aus und versucht daraus irgendwie was Unterhaltsames zu basteln. Hat bisher ja auch ganz gut geklappt, gab da einige ganz gute Beispiele. Zuletzt haben sie das ja, glaube ich, mit Borderlands gemacht. Das ist ja auch wirklich eine recht... The Walking Dead ist doch auch von denen, oder? Das ist auch von denen. Das war sogar, glaube ich, eines der ersten Spiele. Und das gibt es ja zurzeit überall irgendwie umsonst, ne? Also ja, jetzt vor kurzem, letzten Monat gab es ja die komplette erste Staffel auf Xbox, für Xbox One. Und diesen Monat gibt es jetzt praktischerweise, als ob sie das abgesprochen hätte, die zweite Staffel auf PlayStation Plus. Die erste Staffel bekommst du auf PlayStation ebenfalls kostenlos. Echt? Mhm. Sicher? Ja, habe ich auf Facebook gelesen. So, jetzt weiß ich nur nicht, wie ich hier rauskomme. Aber das PS Plus Angebot beinhaltet die Season 2, nicht die Season 1. Ja, deswegen. Das erste, das kannst du dir so runterladen und die zweite
kriegst du halt jetzt über PlayStation Plus. Bedeutet, du hast halt Season 1 und 2. Ich weiß zwar nicht, wie viele Staffeln es insgesamt gibt, aber wer darauf steht, der wird momentan genug damit bedient, glaube ich. Richtig. So, jetzt habe ich aber irgendwie ein Problem, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiß, wo ich jetzt hin muss. Guck mal, in der Mitte des Raumes. Ja. Sind solche Klappen. Ich glaube, da kannst du runter, wenn du die aufmachst. Das sollen Klappen sein? Also, Falltür. Wer kennt das denn? Minecraft-Spieler erkennt's. Okay. Ich bin kein Minecraft-Spieler, du musst mir unbedingt helfen. Ich glaube, da hat man doch Vorteile, wenn man Minecraft gespielt hat. Eindeutig. Let's roll. Yeah, dude. Roll. Let's go. Heard a pretty juicy rumor about the building competition. Was ich aber ganz interessant fand, ich habe es zwar selbst nicht ausprobiert und kann es auch nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich habe gelesen, dass man wohl Texturenpacks und manche Mods so auch mit diesem Spiel verwenden kann, von normalen Minecraft. Das ist eine coole Idee, weil immerhin verbindet so die ein oder andere Sache die beiden Franchises. Finde ich sinnvoll. Wenn das wirklich funktioniert. Also wie gesagt, kann ich nicht garantieren, aber ich habe es gelesen. Auf Facebook, in den Kommentaren. Gerade auf Xbox bekommst du ja viele, viele Packs. Das Halo-Pack oder was gibt es denn noch? Keine Ahnung. Gut. Der Nachteil daran ist halt, auf Konsole musst du dafür zahlen, auf dem PC ist alles kostenlos. Echt? Ja, die Texturenpacks kosten doch auf Konsole, auf PC lädst du sie einfach runter. Ach so, okay. Na gut, was kostet denn so ein Texturpack auf der Konsole? 1,99. Ja. Naja, gut, das sammelt sich wahrscheinlich, wenn man viele kauft, ne? Na gut, deswegen würde ich jedem empfehlen, 1 bis 2, die dir am besten gefallen, und dann sollte das eigentlich gut sein, außer für die Hardcore-Fans, die wirklich alles haben wollen. Richtig. Ja, also irgendwie, ne? Bisher ist das nicht so sonderlich spannend. Bisher geht's eigentlich nur darum, dass die rumlaufen und labern, und wahrscheinlich soll man sich das durchlesen und wahrscheinlich versuchen sie gerade die Geschichte zu erzählen oder so aufzubauen. Das Problem, was ich auch irgendwie habe, weißt du, das letzte Spiel, was ich in dieser Form auf Konsole gespielt habe, war Life is Strange, und Life is Strange war einfach nur bombastisch gut. Und mir fehlt jetzt gerade hier so ein bisschen die Atmosphäre, also so dieses, ich muss jetzt wissen, was mit diesen Charakteren passiert, weil diese Charaktere sind für mich jetzt so überhaupt nicht ansprechend. Aber ehrlich gesagt, für einen Minecraft-Spieler, der das wirklich aktiv gezockt hat, ich interessiere mich für diese Charaktere auch nicht. Es war, glaube ich, ein großer Fehler, dass sie nicht den bekannten Minecraft-Charakter genommen haben aus dem Hauptspiel. Haben sie sich mal dazu geäußert, warum sie das nicht gemacht haben? Nein, also ich habe nichts dazu gelesen. Okay. Ja. Ich meine, klar, es gibt den Creeper, es gibt das Schwein, das sind alles bekannte Minecraft-Charaktere. Aber im Prinzip, die Hauptcharaktere, um die es hier gehen soll, die kennt keine Sau. Yeah. Wie heißt das Schwein noch? Hab ich es vergessen. Das habe ich mir ausgedacht. Ich glaube nicht, dass es wirklich so heißt. Ich habe einfach zusammengesetzt. Ah. Aber ich nenne es das Enderschwein, weil es ein Enderdrachenkostüm hat, ein Schwein. Ja, ist ein Enderschwein. Ist cool. Der Name ist cool. Ich glaube, den sollten wir unbedingt beibehalten. Oh cool, ich kann Bäume fällen. Oh. Achso, ich mache jetzt hier so voll Sport. Also das ist jetzt eigentlich eher ein interaktiver Film gerade so ein bisschen, ne? Naja, ich merke schon. Ah, wenn ich mal im echten Minecraft so abbauen könnte. Jetzt gerade machen sie einen auf Sony. Kreis drücken. Achso, Kreis, jo. Ah, okay. Alles klar. Boah, krass, ich schlage Blumen, ich bin so böse. Flacke. Was, Flacke? Du hast gesagt, ich flacke Blumen. Ich schlage Blumen, habe ich gesagt. Ich habe verstanden, nicht flacke Blumen. Na, vielleicht habe ich auch mittlerweile einen Sprachfehler. Man muss sich Gedanken um mich machen, glaube ich. So, dadurch, dass wir das alles überquatscht haben, habe ich jetzt keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Naja, zumindest kommt jetzt hier irgendwie mal sowas wie Stimmung auf. Ich weiß auch nicht, die bereiten sich auf irgendwas vor. Diese ganzen Leute am Baum, die da eben war, diese Gabriel und sowas, wie diese Namen, wie man da zwischendurch nicht lesen konnte.
Hast du es gemerkt? Nein, habe ich nicht. Aber ich hatte jetzt gerade das erste Mal das Gefühl, dass ich hier irgendwie gespielt habe. Naja, jedenfalls ist das einer, das war einer der Helden, den ein Intro vorgestellt wird. Okay. Oh, great. There's Lucas and the Ocelots. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Yeah, Unfallgefahr. That isn't the order of the losers. Selbst beim Anzocken kann man sich verletzen, da sieht ihr mal. Name, please. Axel, and how do you do? No, your team name. Team name? Ah, wenn jemand irgendein Wettkampfteil jetzt, man erfährt es dann doch irgendwie. Achso, der Orden des Schweins, definitiv, des Enderschweins. So hieß der, so hieß doch die Episode, oder? Der Orden des Steins, nicht der Orden des Schweins. Stimmt, da war was. Na, ich finde, der Orden des Schweins ist cooler. Alles klar, ich darf mich wieder bewegen. Also das ist echt gewöhnungsbedürftig, ne? Dass man hier den Cursor extra bewegt. Im Prinzip ist es ja irgendwie auch ein ganz anderes Spielgefühl als Minecraft, weil Minecraft ist ja bekanntlich aus der Ego-Perspektive. So, Stand 5. Oh. Mein Gott, habe ich Probleme mit der Steuerung. Ja, ich sag ja, Minecraft ist ja normalerweise aus der Ego-Perspektive. Freaking Beacon? That's stained glass. They aren't just building a beacon. They're building a rainbow beacon. We're gonna lose. Unser Design ist viel cooler. A creeper that shoots fireworks is cooler than a fancy light. Their difficulty score is going to be higher. Ach so, ja stimmt. Jetzt kommt es wieder so langsam. Da macht es langsam Klick. Wir waren, glaube ich, ein Creeper. We should probably stop staring at them. Look. It's the order of the losers again. Good one, Gil. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at EnderCon. You're being unpleasant. Das einzige coole in dem Spiel ist für mich das EnderCon doesn't allow outside food or drinks. I'm talking about your pig. Was passiert denn eigentlich, wenn du das der Dreieck da oben drückst, das Punkt, Punkt, Punkt. Warte mal, wir können mal gucken, was passiert, wenn man nichts einfällt. Achso, das Stop passiert. Wasting your time, Aiden. We've got work to do. Interessant. Man kann sich quasi durch das Spiel schweigen. Aber dieses Punkt, Punkt, Punkt können wir auch gleich mal ausprobieren. Ist das nicht das Gleiche, dass du einfach nichts sagst? Stimmt, könnte sein. Hey, Petra. I forgot to thank you for that Nether Star. Also wenn man will, dann kann man das ganze Spiel der stille Held sein, oder was? Anscheinend. Vielleicht. Muss man gucken, ne? Ich weiß ja nicht, ob es dann irgendwann Zwangsantworten gibt oder so. No hard feelings, guys. If you're cool with Petra, hier ist aber jede Antwort irgendwie auf Zeit, kann es sein. Aber doch, scheint so, dass du wirklich zu jeder schweigen kannst. Punkt, Punkt, Punkt. Du antwortest aber auch nur in letzter Sekunde immer, oder? Ja, ich muss natürlich gucken. Wenn da längere Antworten sind, muss ich erstmal lesen. Aber es ist alles wirklich sehr, 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 sehr kurz getimt. Man muss da wirklich Bauchgefühl anwenden. Entweder man versteht es oder man muss ja ein sehr schneller Leser sein. Richtig. The winners will also meet in person Gabriel the Warrior. Yeah. Ocelots! Whoa, handshake? We don't have a handshake. We'll just make one up. Ein Handschlag ausdenken. We'll call it der Baueraufschlag, der Geifer. Der Krieger, die Kriegerkralle. Okay, das nehmen wir, das ist cool. Okay. Warrior Whip. Wow. Das sah jetzt eigentlich nur aus wie ein ganz normaler Handschlag, kann es sein? I'm nervous again. Don't talk. Interessant wäre jetzt, ob die Handschläge sich unterscheiden würden, wenn du jetzt wirklich was anderes genommen hättest. Ich denke schon. Es wird ja das kleinste Problem sein, ein paar Animationen zu machen. Wer weiß. Let's do it. Building starts now. Ah, okay. Ich baue. Hier.
Kannst du das auch so schnell? Weißt du, hier zum Beispiel hätte ich es cool gefunden, hätte sie dich wirklich in Minecraft-Stil gebauen lassen. Naja, ist ja wahrscheinlich so aufwendig gewesen. Telltale Games ist halt ein, schon immer auch so ein, wie nennt sich das, Quicktime-Event irgendwas. Aber naja, gut, immerhin greifen sie diese ganze Baugeschichte hier auf. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Leute, die das mögen. Aber ich merke jetzt schon, ne, so nach den ersten. Wie lange machen wir jetzt? 20 Minuten? Ist nicht mein Spiel. Ich sag mal so, es wird Leute geben, die werden es mögen. Definitiv, klar. Genügend, aber es wird auch viele Leute geben, die werden es wie ich zu viel an Minecraft binden und denen wird dann überhaupt nicht zusagen. Nee, es ist ja sympathisch und so, aber es ist mir einfach zu. Ja, mein Problem ist einfach, ich habe was komplett anderes von dem Spiel erwartet. Oh no, Ruben's on fire! Uiuiui, Enderschwein brennt. Vielleicht gibt's Enderschweinbraten. Oh ja, oh ja. Ruben's going to get lost. We've got to do something. But our build is about to go up in flames. You guys stay and save the build. On it. We've got to cover Jesse. Be careful. Hätte das mal. Ja, wer Minecraft kennt, da weiß, was passiert, wenn Lava auf Wolle zukommt. Der Creeper ist nämlich aus Wolle gebaut. Okay, ja gut, es fängt an zu brennen. Da muss man ja jetzt kein großes Genie sein, ne? Ist ja auch im echten Leben auch so, aber trotzdem. Ruben? Ich glaube, jetzt wird das erste Mal gruselig. In Anführungsstrichen gruselig. Ach so, sind hier auch Horrormomente drin oder was? Naja, die Creeper sollen ja die. Was kann ich eigentlich hier mitmachen? Kann ich das Schwert ausrüsten oder so? Ich glaube, das wird das erste Mal gebraucht, wenn das Spiel das von dir verlangt. Alles klar. Warten mal, Räuben rufen. Ruben, where are you, buddy? Das Schwein heißt also Ruben. Aha, ja. Nein, das ist Enderschwein, das ist cooler. Richtig, das ist Enderschwein, definitiv. Jetzt kann ich schon wieder nicht mehr Ruben, bewegen. I don't want to be out here in the dark. Na, ich denke, jetzt kommen erstmal das erste Mal Creeper vor. Die Stimmung passt jedenfalls für Zombies und Creeper. Kann ich das aufsammeln? Achso, warte mal, wahrscheinlich mit dem Cursor. Jo, kann ich. Aufgeben. Hey Ruben, I got a carrot for you. Man, ist das umständlich. Du musst es echt erstmal anvisieren. Jo, das finde ich jetzt gerade auch nicht so prickelnd, dass man nicht einfach hinlaufen kann. Oh, das sind viele Schweine. Aber wo ist das Enderschwein? Ja genau, nur wir haben ein Enderschwein, wir haben das coolste. Ruben! No, not you, but pigs! Hey, all pigs but Ruben, shut up! Hm, also wenn man nach Minecraft-Logik geht, dann lockt man Schweine mit Karotten an. Kannst du irgendwas mit der Karotte machen? Achso, nö. Kannst du irgendwie ein Inventar aufrufen oder so? Nee, ich kann nur nach Ruben rufen. Aber jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist es deaktiviert. Also will das Spiel wirklich von dir, dass du einfach rumläufst und strikt den Pfad folgst? Anscheinend. Ruben, it's getting scary out here. Die Musik wird gruselig. Ja, ich sag ja, ich glaube, es kommen jetzt irgendwie das erste Mal Minecraft-Monster. Ruben, oh no, you in there, buddy? Oh. Oh, jeez, please don't be toasted, Ruben. Ob Ruben noch lebt? Wir werden das gleich erfahren, denke ich. Wenn nicht, dann wäre der einzige coole Charakter in diesem Spiel tot. Nein, ich denke mal, kommt jetzt gleich. Jetzt wird's gruselig und dann ist es das Enderschwein. Ruben. Ruben, ist das du? Mann, oh Mann, jeder weiß, dass in Minecraft Höhen Monster sind. Ich habe einen Zombie gehört, bin ich der Meinung. Wieso sind eigentlich in der Minecraft-Welt diese Zombies? Gibt es dafür irgendeine geschichtliche Erklärung? Das war schon immer in Minecraft so. Man wird einfach in die Welt geworfen und es wird nichts erklärt. Ruben, there you are.
Hey, buddy, you want a carrot? Oh. Wo bleiben die Creeper? Ich bin froh, dich zu sehen. Nee, erstmal verschwinden wir hier. Hope you're ready for some more walking. Wie unhöflich. Ja, wieso unhöflich? Das sind doch Monster, oder nicht, sagst du? Ja, siehst du, da sind sie doch. Ja, also, deswegen verschwinden. Ich hab's schon gehört. Den typischen Zombie-Laut. I think we're good. Nur, dass die Zombies hier viel cooler laufen. Oh mein Gott, ein Creeper. Lauf! Musst du hier nicht mal selbst tun. Nee. Das Spiel übernimmt alles für mich. Achso, doch, jetzt hätte ich ausweichen können. Sollen. Oh, jetzt habe ich einen Pfeil im Arm. Nicht mehr. Cool. Oder nicht cool. Schnellheilungseffekte. Oh, jetzt hast du Lebensanzeige. Ja. Das ist was für mich. Guck mal, ich bin Talent. Oh, naja, eigentlich sagt dir das Spiel doch nur, drück den Knopf. Scheiße, was soll ich denn jetzt? Ach nee. Musst du die wirklich bekämpfen oder kannst du auch einfach weggehen? Nee, irgendwie anscheinend nicht, jetzt muss ich sie bekämpfen. Aber boah, jetzt kommen die beide zusammen. Scheiße. Oh, Spannung. Aber das ist ganz schön einfach eigentlich. Also, kann mir nicht vorstellen, dass man hier wirklich killen kann. Guck mal, passiert gar nichts. Oh, jetzt. Oh nee, jetzt sogar selber. Das hat mich ja nicht mehr getroffen. Oh, okay, jetzt wird's aber problematisch. Sogar das haben sie übernommen. Minecraft-Waffen gehen kaputt. Ohne Spinne. Du hast ein Problem. Okay. You're gonna have to make a run for it, okay? I'll meet you back in town, I promise. Können hier eigentlich auch die Hauptcharaktere sterben? Das weiß ich nicht. Aber wärst du im echten Minecraft, dann wärst du bei so vielen Spinnen geliefert. Okay. Zumindest solange du kein vernünftiges Schwert dabei hast. Und dein Schwert ist ja gerade kaputt gegangen, ne? Hm. Yeah. Sie gibt ihm. Come on, let's get out of the open. Überlebt. Mission geschafft. I want to show you something. Wer ist denn das überhaupt? Not that this isn't a really cool, dimly lit tunnel. Keine Ahnung. How far away is this thing you want to show me? Also wenn, dann müsstest du mir das sagen. Wie gesagt, es gibt keine bekannten Minecraft-Charaktere hier. Bis zumindest habe ich bisher noch keinen gesehen. Naja, wie auch immer. But have you ever seen a wither skull? Whoa! Fresh from the Nether. You're the first person I've showed it to. You risked your life for that dusty old skull? Oh, I risk my life for the thing I'm gonna exchange for that dusty old skull. Naja, man versucht halt so ein bisschen alles einzufangen, ne? Alles, was irgendwie an Minecraft erinnert. Ganze so ein bisschen eine Geschichte zu packen. Naja. Es wird mit Sicherheit seine Fans finden, da bin ich ganz sicher. Aber wie gesagt, also mein Fazit ist jetzt nach der ersten halben Stunde, ich werde das, naja, denke ich, nicht großartig weiterzocken. Es ist wirklich echt nicht mein Spiel. Wie sieht es mit dir aus? Hast du Lust drauf bekommen? Nein. You know, you could come okay, es ist mir einfach, es ist mir auch zu wenig Interaktion des Spiels. Das ist für mich eher ein interaktiver Film eher. Ja, natürlich, aber interaktiver Film ist ja auch nicht grundsätzlich schlecht. Also es gibt ja einige Beispiele, wie jetzt Life is Strange oder Beyond the Souls. Richtig, Quantic Dream Spiele. Nur sind die dann auch besser, meiner Meinung nach, besser produziert. Ja. Es ist schon alleine halt die Tatsache, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt, dadurch, dass wir uns jetzt hier unterhalten. Was aber auch kein K.O.-Kriterium ist. Life is Strange hat ja auch keine deutsche Hausausgabe. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber dadurch, dass wir jetzt halt uns hier auch unterhalten und so, habe ich halt bisher wirklich sehr wenig mitbekommen vom Spiel. Und just grab what you need.
eigentlich, okay, also, und das ist halt das Problem dabei ist, dass mir das Spiel durch die Bilder nicht wirklich vermitteln kann, worum es geht. Ja, und deswegen findet er jetzt gerade sehr, sehr wenig rein. Die Charaktere, die haben auf mich keine Bindungsausstrahlung und ja gut, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt Minecraft überhaupt nicht kennt, dann hat man ja noch weniger Bezug darauf. Ne? Genau, das wird wahrscheinlich auch ein Problem sein. Naja, gut. Ja, das erste Mal, was man hier aber sagen kann, sie fangen sogar das Craften ein, wie man hier sieht. Okay, alles klar. Das kannst du ja immer schnell nochmal zeigen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Du kennst es ja. Ich weiß nicht, was du craften sollst, aber ich vermute mal, dass du eine mit zwei Pflastersteinen und einen Stock. Oh je. Daraus kannst du meines Wissens nach nur eine Axt machen. Ja, vielleicht soll ich ja eine Axt machen. Oh shit. Nee, da musst du einen Stock in die Mitte. Den Stock musst du in die Mitte. Ja, genau dahin. Und den. Aber hä? Du brauchst eigentlich für alles einen zweiten Stock. Das ergibt gerade überhaupt keinen Sinn. Ich hab noch Faden. Da oben steht ein Rezept anzeigen. Steht da vielleicht drin, was du machen sollst. Dann weiß ich es vielleicht. Ach so, Rezept anzeigen. Okay. Den Schwert sollst du machen. Ja, das ergibt natürlich wieder Sinn. Wie mache ich das jetzt raus? Ach so, alles klar. Darauf bin ich jetzt gar nicht gekommen. Warte mal, jetzt habe ich aber vergessen, wie war den Stock da unten und die Steine da drüber, so. Es sind die originalen Crafting-Rezepte aus Minecraft. Also Minecraft-Spieler sollten es kennen. Ja gut, das sollte man auch erwarten von einem Spiel, das sich Minecraft so immer nennt. Ja, wer alles weiß. See? Isn't it better when you make it yourself? Na gut, so. Endfazit habe ich eben schon gegeben, ne? Ihr habt jetzt die erste halbe Stunde gesehen. Müsst ihr wissen, ob euch das interessiert. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet und ob es eventuell für euch ein Kauf wert ist. Das ist sicherlich nicht das schlechteste Spiel, aber meins ist es nicht. So. Damit habt ihr schon mal zwei Meinungen. Den Rest lest ihr dann in den Kommentaren. Und in dieser Hinsicht hoffe ich, dass wir uns jetzt hier wieder öfter hören. Macht es gut. Bis dann. Bye, bye.